Herzlich willkommen auf Retrobasis. Ich bin Perudo und wir spielen auf dem NES Bubble Bobble 2 im Retrozember. Ja, wir hatten hier in der Wolkenstadt oder in der Kristallstadt, wie auch immer dieses Level hier man bezeichnen mag, aufgehört und wir starten auch direkt weiter. Ich habe gerade eben gesehen, hier gibt es Bienen. Und dann wollen wir da direkt mal hier ordentlich drin babbeln. Oder reinbabbeln, besser gesagt. Ja, und ich muss wirklich sagen, das Bubble Bobble 2 gefällt mir gerade ganz hervorragend. Also ich finde die Ideen super, die Gegner sind spitze. Also es ist ein würdiger Nachfolger von Bubble Bobble 1. Und ich finde es auch ganz nett gemacht, wie die Sprites sich da bewegen. Also man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Also, und hier diese... Ah, das ist ein Blitz. Oh, den habe ich nicht gesehen. Verdammt. Nein! Ja, man sollte vielleicht auch dann reinspringen, wenn... Ja, ich wollte ihn eigentlich mit dem Blitz... Ah, gut. Maiskolben. Bisschen Popcorn. Lecker. So, mal hochspringen. Na. Mach mal traditionell. Mit dem Blitzen ist das halt immer so eine Sache. So. Oh. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Gibt 100 Punkte. Ja. Wie schon mal erwähnt, ich finde es ein bisschen schade, dass man tatsächlich hier nicht die Punkte sieht, wenn man die Items eingesammelt hat. Hier haben wir wieder diese Wasserblase. Na komm. Komm, machen wir direkt drei auf einmal. Na, machen wir direkt dreimal auf einmal. Ja, ja, ist klar. Mein Freund. Ich brauche... Ja, das brauche ich. Na! Jawoll! Und wir essen die... Wir essen sie doch nicht. Ach, verdammt. Ach, Mensch. Ich wollte diese Paprika oder was auch immer das noch ist, essen. Oh, oh. Ein Mini-Boss. Was schießt der denn? Hä? Was ist denn hier für ein Kollege? Wollen wir den mal hier ordentlich abbubbeln? Wahrscheinlich müssen wir da... Hilfe! Was ist denn da oben? Das da? Ach, verdammt. Ach, der kann mir auch noch kaputt dran gehen. Mensch! Was ist das da? Oh, ich habe schon einen Teil... Ah, ich habe schon einen Teil erwischt. Was ist denn das da? Ach, schön! So, wollen wir mal ordentlich hier rumbabbeln? Sehr schön. Jawoll. Wir machen erstmal hier eine auf Sicherheit gehen. Und das gefällt mir auch richtig gut. Also, so... Das gefällt mir nicht so gut mit dem Windrad. Nein, aber diese Mini-Gegner, Zwischengegner, finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Jawoll. Und auch das haben wir souverän gelöst. Oh, die mag ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Diese... Stacheln hier an der Seite. So, mal gucken, ob wir den erledigen können hier. Der ist ja ein relativ einfacher Gegner. Relativ. Hat mich aber trotzdem erwischt. Der Sack. Wollen wir den mal hier ordentlich reinbubbeln? Jawoll! Und hier mal nach oben. Hier diese Stacheln, die sind einfach unnötig, ne? Das mag ich nicht. Aber gut, ist halt eine nette Abwechslung zu den normalen Gegnern. Was? Der kann... Das ist eine Frechheit. Sag mal, geht's hier noch gut? Ja.
Warum kann ich denn da nicht, kann ich denn wenigstens erledigen? Gut, dann halt wieder der Klassiker. Das ist ja witzig. Ja, super. Na gut, dann... Das ist nicht so gut. Ja, Leckomiro. Jawoll, ne? Direkt hier die Strafe auf dem Fuße. So, müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Viech sein soll hier, ne? Direkt mal hier den Superbubble. Jawoll, auch erledigt. Oh, ein Auto. Das brauche ich. Hey, das ist mein Auto. Wahrscheinlich geht man davon kaputt, ne? Map, map. Ach, sehr witzig. Das ist ja süß. Ha, putzig. So. Weg damit. Ja, gute Frage. Wie kommen wir hier hoch? Wahrscheinlich auch mit dem Auto, ne? Was? Hä? Ich wollte eigentlich diesen Mülleimer, oder was das ja ist, noch, erledigen. Was ist das für ein ekliger Schleimschnecke? Schleimschnecke? Na? Also... Ich kann entweder nicht mehr bubbeln, oder der sieht das einfach gar nicht vor hier, in unserem Falle. Ja gut, das, also, an Dämlichkeit war das jetzt nicht mehr zu übertrumpfen. Ja, es sind ein bisschen viele Sprites gerade. Jawoll. Hm, da liegt ein leckeres Hähnchenbeinchen, aber komme ich gerade nicht dran. Geht das? Ich kann gar nicht bubbeln. Gut. So, wollen wir den mal erledigen hier. Oh. Lecker. So. Warum geht das denn nicht? Also, verstehe ich nicht. Ja gut, ich komme mal... Also, nee, verstehe ich nicht. Tut mir leid. Ich mache meine Bubble eigentlich nur kaputt, wenn ich mit dem Stacheln drankomme und... Ah, lach mich doch mal. Gut, dann fliegen wir wieder auf der klassischen Weise. Okay. Was ist das denn für ein Gegner? Das sieht irgendwie so... Ich habe gesagt, so schneckenmäßig aus, aber... So. Die Musik hat auch schon keine Lust mehr. Was war das jetzt? Egal. Nicht gerade geschickt gelöst, muss ich sagen, aber ach komm. So, weg damit. Lecker Hähnchenbeinchen. Ach komm. Dann halt nicht. Okay. Nam, 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 nam. Wofür haben wir denn das verdient? Einfach so? Dankeschön. Hoppala. Ah, das kann ja nicht wahr sein. Ah, ich kann hochspringen. Oder auch nicht. Mann. So. Ja, das geht natürlich. Ach, verdammt. Jawohl, kaputt gegangen. So wollen wir das. Was ist das für ein Mülleimer da? Ich möchte wissen, was ist das für ein Mülleimer da? Los, komm hoch. Du Sack. Wo sind sie? Hä? Hä? Was ist... verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Was sind das denn für Viecher? Nein! Super Gegner. Ah, Hilfe! Das sieht aus wie ein Chamäleon. So, wollen wir mal gucken, ob das geht. Wir müssen ja irgendwie... Ja, Mann.
Scheißding, ey. Das gibt's doch gar nicht. Also, hallo? Kann man sich nicht dann... Ah, Gott. Es kann nicht sein, dass ich das so lösen muss, das Level. Das, nee, das, nee, will er auch nicht. Okay. Das muss doch hier mitgehen. Guck mal. So. Da hoch. Worum geht's? Ich dachte, das würde gehen, dass man quasi sich hier ranrollert und dann da... So, ich glaube, die letzten Minuten werden wir jetzt hiermit wohl beschäftigt sein. Anscheinend geht das gar nicht, ne, was ich vorhabe. Also ich möchte von diesem Windrad quasi hochspringen. Das geht gar nicht. Verstehe ich nicht. Finde ich schade, warum das nicht geht. Ja, schieß doch nochmal. So. Nee, das scheint nicht zu funktionieren, mein Plan. Aber er scheint... Das scheint ja schon zu... Ach. Das gibt's gar nicht. Ja, ich... Bubble Bobble 2 ist ja, wie gesagt, ein Blind-Let's Play, deswegen... Kann ich jetzt dazu gar nicht sagen, ob das tatsächlich funktioniert, was ich vorhab? Also, bitte. Jetzt kommt dieser komische Doktor. Baron von Blubber. Dr. Tod, das war ein bisschen zu. Jawoll! 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 So, das Eis habe ich mir auch reglich verdient. Also, es klappt doch. Mit diesen Windmühlen. Man muss nur. Einfach die richtige, das richtige Timing haben. Okay, gerade mal ein Hähnchenbeinchen essen. Machen wir erstmal hier diese fliegenden Panda-Bärchen weg. Wo ist das andere? Da oben? Komm her, komm her. Nach unten. Zack, 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 zack. Ach komm doch jetzt endlich. Na gut, dann halt nicht. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann kommt er wahrscheinlich, ne? Nö. Jawoll, jetzt. Und einmal ordentlich hier aufräumen. Hähnchenbeinchen. Schleckerdideck. Okay. Oh. Oh. Das Sternchen hätte ich ganz gern gehabt eigentlich, aber... So, erstmal noch ein bisschen Eis. Nach getaner Arbeit, das war ja relaxmäßig gegenüber dem vorherigen Level. Round 99. Ach du lieber Gott, das ist wieder so ein Bienenstall oder was auch immer. Bienenstall. Das ist ein Wespennest. Da kommt schon so ein Bienchen raus. Na komm. Du Walfisch. Hä? Oh, hab ich gar nicht gesehen. So, nochmal. Das war zu früh. War geplant.
Ah, Kerl. Das war jetzt auch nicht geplant. Was war das? Ach so. Wir haben über 400.000 Punkte. Oh. Jawoll. Nein! Aber das war jetzt eigentlich nicht so der... Ah, es kommt schon wieder das Bienchen da. Was macht ihr denn da? Jawoll. Nee, komm. Das ist nicht dein Ernst, mein Freund. Nicht dieser Doktor möchte gern. Ach, Doktor... Mann, ich habe so viel von John Sinclair gehört. Nicht Doktor Tod. Baron von Blubber. Ja, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Oh, 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 oh. Wieder ein Minigegner oder sonst irgendwas. Ja, das war Bubble Bobble 2 auf dem NES hier auf Retrobasis. Ich bin euer Perudo und das gehört zum Retrozember. Ich danke fürs Zuhören. Dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.